Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Part von Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir... Eigentlich hat Genie Carlo die Lampe entwendet, die er vorher dem Käufer aus der Hand geklaut hat. Und dann hatten wir einen Bosskampf, wo ich echt zugeben muss, irgendwie sind die Ado-Wampen und die Böller-Wampen viel schlimmere Bosse oder Gegner als die Bosse eigentlich. Was haben sich denn die Macher dabei gedacht, dass Böller-Wampen und die Ado-Wampen so OP zu machen? Wenn der dich einmal bodycheckt oder dich niederflambiert, dann bist du tot. Und dann kommen so ein Eisfuzzi und ein Feuerfuzzi und machen Vulkanausbruch und Eissturm und du denkst dir auch so, ach, geh doch sterben. Und die machen es wirklich. Aber die Böllerwampen und die Alubampen nicht. Wieso? Aber gut, Ende der Thematik. Wir kümmern uns um das Ende, wo ich hier einfach plötzlich gestoppt habe, einfach aus dem Grund, weil den Part 28 ich noch bearbeiten und hochladen muss, aber ich dachte mir, ich kann jetzt einfach nicht das Spiel so stehen lassen und so Spielestunden generieren, bis ich den Part bearbeitet habe. Deswegen dachte ich mir, nimmst du noch eine Folge auf und wirst dich wahrscheinlich beim Gummijet fliegen umbringen, aber hey. Ich verspreche es! Ihr werdet es nicht bereuen, mir noch eine Chance gegeben zu haben! Ganz bestimmt! Ich vertraue Jago irgendwie nicht. Prinzessin Jasmin? Bist du sicher, dass du diesen Vogel um euch rum haben willst? Also ich denke, Jago hat uns gezeigt, dass er es ernst meint. Na gut, wahrscheinlich hast du recht. Und was soll so ein vorlauter Vogel schon anrichten können? Da könntest du mal recht haben, Junge. Was steht bei euch so an jetzt, Sora? Wir machen jetzt Party. Es war toll, euch alle wiederzusehen. Aber wir müssen immer noch Rico und den König finden. Ja, hier war sie Rico. Wir werden wohl weiterziehen und nach ihm suchen. Ich hoffe, ihr findet sie. Das hoffe ich auch. Wer sagt denn das jetzt? Wo ist eigentlich Aladdin? Er ist in Richtung Stadt gelaufen. Abu hinterher. Was hat Abu schon wieder geklaut? Er wird heute schon wieder zurück sein. El kann doch nicht Zoras große Abschiedsfeier verpassen. Welche Feier? Hier ist gar kein Buffet. Ich werde ihn holen. Bin gleich wieder da. Tschüss. Happy New Year. Abu! Catch him! He must have secretly stolen it from the Cave of Wonders. I guess some things are just hard to resist. I guess it got stuck. What? Sora, what is it? I think it's time for us to go. Will you be back? We will, I promise. Lampenamulett.
rufe mit Hilfe von zwei Gefährten das Kommando rufen Genie zur Unterstützung im Kampf herbei. Eine Funktion, die... Maybe waiting isn't good enough. My thoughts exactly. If you have a dream, don't wait, act. One of life's little rules. You've got it memorized. Who are you? Axel. I happen to be an acquaintance of Sora's. Why don't we go see him? Sora? We've got something in common, Kairi. You and I both miss someone we care about. Hey, I feel like we're friends already. You're not acting very friendly. What is this place? Huh? You okay? You and that dog came flying out of a hole in the wall. You nearly gave us heart attacks. Look at there! Twilight Town! Einfach aus! Twilight Town! Ja, es ist wieder da! Es ist wieder da! Soll ich jetzt nach Twilight Town fliegen oder soll ich jetzt nach dahin fliegen oder? Oh. Okay. Ich muss gestehen, ich wäre auch nicht mit Axel mitgegangen, einfach aus dem Grund, weil er ziemlich dubios aussieht und ich gebe da Kairi ziemlich recht. Er wirkt nicht sehr freundlich, vor allem. Wir suchen beide einen Freund, also gemeinsam, wir haben was gemeinsam und bla 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 und er kennt Sora. Also wird jemand zu mir herkommen und sagen, ja, er kennt meine beste Freundin, dann denke ich mir so, schön, ciao. So, was ist hier? Level 28. Welches Level sind wir? Ich don't know. Ich möchte nicht speichern. Wobei doch, ich möchte speichern, denn wir gehen als nächstes. Ja komm, fliegen wir in die Scherbenbresche und sterben mal 20 Mal hier. Mir ist gesagt worden, ich soll mir doch ein Gummischiff bauen. Ich baue mir kein Gummischiff. Ich habe mir ein Final Fantasy 2. In Kingdom Hearts noch nie ein Gummischiff gebaut. Das sind Spezialmodelle. Noch nie. Ich kaufe mir jetzt Highwind 6 für 800 Gil. Echt ein Trottel. Ready? Yeah, I'm ready to die.
hasse Gummijet-Fliegen. Ich hoffe, das gibt es in Kingdom Hearts 3 nicht mehr. Oder vielleicht in einer Form, die nicht so kacke ist. Wie zum Beispiel, wo ich es am liebsten mag, ist in Birth by Sleep. Weil er gibt es ja nicht. Du kannst einfach so zur Welt fliegen. Klar, es ist irgendwie langweilig, aber ja. Das mit dem Stürzen zum Beispiel in 3D. Bin ich jetzt auch nicht gerade so der Freund. Aber zum Beispiel, du fliegst, musst halt gewisse Punkte erreichen. Vorsicht, wenn dein Jetschaden nimmt, sinkt der Medaille. Was für ein Medaillenlevel denn du? Oh, you're very excited, Goofy. What the fuck? Nicht so, dass das von selber entschieden. Ah! Wo bin ich denn? Ah! Was ist denn das für ein Turbo? Oh, ich habe Angst, dass ich überall dagegen fliege. Ich war noch nie so großer Fan von diesem Gummijet-Fliegen, aber die letzte Gummijet-Mission war ja der Horror. Der blanke Horror war das. So. Was? Nicht schon wieder der Dude. Nee, das war ja mit dem, ne? Fliege ich das gleiche nochmal? Nee, oder? Ich hoffe nicht. Huch. Ja. Wow. Stirb doch. Jetzt höre ich eine schöne Geschichte. Es waren mal ein paar Herzlose, die nicht sterben wollten und mir auf die Nerven gehen. Seht ihr? Laser habe ich gekriegt. Was ist das? Wow. Tschüss. Ja, klar. Tschüss. Ich krieg irgendwelche Sachen, aber ich bin gerade. Ich mag's nicht. Ich töte einfach die da vor mir. Tschüss. Alter Falter, ich sterbe gleich wieder. Tschüss. Schildies. Oh, gib mir Leben. Oh, danke. Bin ich jetzt endlich fertig? Bitte. Bitte, es dauert schon so lange. Hallo? Somebody there? Boah, bin ich jetzt komplett reingecrashed oder was? Ich glaube, ich spinne. Alter, meine Fresse, wie lange habe ich den Kingdom Hearts noch nicht gespielt? Und das kann ich mich gar nicht mehr erinnern hier. Mal besiegt werden hier, hallo. Besiegt das doch! Okay. Besiegt das doch! Meine Güte! Ich verreck sicher an dem Gegner hier. Bitte. Danke. Puh. Jungs-Typ 1 und 2 freigeschaltet. Nein. Nie im Leben. Oh, die Invincible ist hier. Oh mein Gott. Final Fantasy 9 lässt grüßen. Ich bin Medaillen Level 4. Wow. Bin ich cool? Jetzt bin ich sicher cool, oder? Oh Gott, hör auf zu blenden. Wollen wir jetzt schon hier hingehen? Oder 24? Oder soll ich vorher... Soll ich das auch noch fertig spielen? Aber dann ist der Part schon vorbei. Dann haben wir nichts gemacht außer Gummijet fliegen. Gummijet fliegen? Ich nein. Wir gehen jetzt nach Halloween Town. Eine meiner Lieblingswelten.
Hey, this is Halloween Town, right? Well, it sure does look like Halloween. Wow! Yeah! Hey, it's Zero! How have you been, boy? Oh, wir sind am Friedhof gestrandet, ne? Wie schön. Ich mag Halloween Town. Und vor allem die Musik. Ich liebe sie. Ich mag auch den Film total gerne. Nightmare Before Christmas. Den finde ich auch total super. Komm, komm, komm. Brauchst dich doch nicht. Gut, gehen wir mal weiter. Wenn sie alle in diese Richtung gucken, gehen wir auch in die Richtung. What's that for? It's Jack! Sora, Donald, and Goofy! Welcome back! And Merry Christmas! Merry Christmas? Don't you mean Happy Halloween? Of course! Halloween greetings from Jack Skellington, the Pumpkin King! Forgive me, I'm in a Christmas mood. You see, I'm running the show again this year, but I need Sandy Claus' blessing, so I'm off to Christmas Town! Sandy Claus? I think he means Santa Claus. Aren't these decorations wonderful? This year, Halloween Town's going to handle Christmas, too. But first, we have to visit Sally. She's working on something no self-respecting Santa Claus can do without. Come along, I'll show you. A Halloween Town Christmas? Wanna go check it out? Come on, hurry! Hello, Doctor. Where's Sally? Can't you see that I'm in the middle of an experiment? Hey, this is way too heavy! Do and you'll be sorry. Now bring it over here. Hee-ho! Imbeciles! Now my experiment is ruined! Sally, did you finish it? I want to show my good friends. I'm sorry, Jack. I need a little bit more time. Oh. Well, that's all right. Just as long as it's ready for Christmas. But, Jack...
I'd best be off. I've got to go get Sandy Claus right away. Wonderful to see you again. Goodbye for now. Go get Santa Claus. Please, Sora. I'm afraid something terrible will happen if Jack goes through with this. You can try that again. Sora? Are those strange-looking fellows in the town square with you? Huh? What fellows? You know, the ones who wanted to spoil Halloween and Christmas. What are they called again? Heartless? They're definitely not with us. But Donald, Goofy, and I can get rid of them for you. And then we can go see Santa! But first, the Heartless! Yeah. First, Sandler, then the Heartless. First the Heartless and then the Sandler. Echt passend zum 2. Advent, hätte ich gesagt. Aber noch passender wäre es ja eigentlich zu Weihnachten, aber... Hey! Was ist mit dir? Meine Katze ist ja schmusebedürftig. Was ist denn, Luna? Hm? Ja, komm her. Komm her. Bist du schwer. So. Magst du mitspielen? Okay. Ja, lassen wir Jack drinnen. Jack ist cool. Also der Jack ist cool. Der andere Jack... der andere Jack ist auch cool. Ja, touch mein Gesicht, dann ist okay. Was hat denn Jack für Abilities? MP hast du da? Cool. Ist okay. Finde ich auch in Ordnung. Gut. Na gut. Dann werde ich mal nochmal hier die Kiste aufmachen. Dann würde ich aber sagen, dass wir erst im nächsten Part zu Santa Claus gehen. Und hier baut näht Sally schon das Kostüm für Jack, der sich als Halloween-Weihnachtsmann ausgeben möchte. Um ehrlich zu sein, finde ich die Idee von Jack richtig dumm, weil er ist ja der Meister des Halloweens und Santa Claus ist der Meister des Schenkens, also von Weihnachten. Dass mein Halloween ist, Angst und Schrecken verbreiten. Und er möchte prinzipiell zu Weihnachten eigentlich Angst und Schrecken verbreiten. Bist du nicht auch, Luna? Oder ist es dir einfach egal? Ist es egal, okay. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen zweiten Advent. Auch wenn heute erst Nikolaus ist, aber dieser Part kommt am zweiten Advent raus. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen schönen Advent. Genießt ihn und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.